Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute Übungen, die ich Patienten empfehle, die mit dem Nacken Probleme haben und immer viel Spannung im Nacken haben, die sie im Moment vielleicht nicht in der Praxis bei mir machen können, sondern die sie jetzt zu Hause machen. Und zwar nehmen wir dafür den Sisselball, das ist ein 22 cm Ball, der nicht ganz so groß ist und der wird nicht ganz aufgepumpt, dass ein bisschen Luft noch drin ist. Und dann ist es super, sich hinzulegen, den Kopf auf den Ball zu platzieren, sodass wir richtig schön liegen können. Die Beine sind aufgestellt. Die Arme neben dem Körper und jetzt mobilisieren wir erst ein bisschen den Nacken, indem wir so ein Doppelkinn machen nach unten und wieder nach oben hochgehen. Also nach unten, die Wirbelsäule so ein bisschen dehnen, ruhig hier auch mal bleiben, das mal halten und dann wieder nach oben gehen. Das Ganze 10-mal wiederholen. Dann den Kopf vorsichtig nach links bewegen und das ganze Gewicht liegt auf dem Ball. Dann zur anderen Seite nehmen. Und richtig spüren, dass während wir langsam drehen, auch der Trapezmuskel gedehnt wird. Also der Muskel, der hier entlang geht, dass der gedehnt wird, dann können wir in der Position auch mal bleiben und die Dehnung nachspüren. Sodass wir die kleinen Kopfgelenke anfangen zu mobilisieren. Wenn wir das ein paar Mal gemacht haben und schön frei im Nacken sind, dann können wir uns festhalten, nach oben hochkommen. Und die tiefe Bauchmuskulatur noch trainieren. Weil je mehr tiefe Rumpfkraft ich habe, so entspannter kann ich im Nacken sein. Und dafür nehme ich den weich aufgepumpten Ball, lege den in die Mitte der Brustwirbelsäule und jetzt stütze ich den Kopf, sodass ich keinen Stress im Nacken habe. Und dann kann ich ganz weich über so ein kleines Aufrollen die tiefe Bauchkraft trainieren. Komme hier nach oben hoch, unterstütze den Kopf. Und habe keinen Stress in der Nackenmuskulatur, weil ich schon eine angenäherte Position habe, in der ich starte. Und auch das wiederhole ich 10-mal. Und dann merke ich, dass über all die Zeit, auch wenn ich viel zu Hause sitze und mich nicht viel bewege, es meinem Nacken gut geht. Bleibt gesund!